Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Metroid Prime Zero Mission. Das letzte Mal sind wir ja doch schon recht weit gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich schaue einfach mal kurz nach. Ah, genau. Okay, ich weiß wieder. Wir sind, glaube ich, hier stehen geblieben und haben uns gefragt... Was haben wir uns gefragt? Wie wir hier reinkommen. Wir holen uns noch hier ein bisschen Zeugs mit. Ups, das war mein Fehler. Aber ich sehe es gerade schon. Da oben ist ein Durchgang. Das macht es natürlich um einiges einfacher. Ich glaube, das letzte Mal sind wir ja schon... Nee, wir sind noch gar nicht überall lang gelaufen. Wir haben nur hier gestanden, haben nicht gewusst, wie wir da reinkommen. So, der gibt uns eigentlich nichts mehr. Der könnte uns, glaube ich, voll heilen. Brauchen wir natürlich nicht, da wir ja schon voll geheilt sind. Und jetzt kommen wir durch diese Steine durch. So, die machen wir nochmal kaputt. Wir gehen da mal schneller durch. Jetzt könnten wir hier noch durch. Dann machen wir das auch mal. Okay, dann kommen wir nur wieder nach unten. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, okay. Das wäre so die Abkürzung gewesen. Jetzt haben wir auf jeden Fall genau das Teil, was wir gerade eingesammelt haben. Gibt's hier irgendwas? Nee. Also auf jeden Fall habe ich jetzt die Sounds mal ein bisschen lauter gestellt. Ich habe nämlich gesagt bekommen, dass alles zu leise wäre. Nur ist das bei mir alles extremst laut. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob das jetzt passt. Ich versuche es einfach mal. Ich meine, ich kann es in Camtasia immer noch leiser stellen. So. Oh, hier waren wir noch gar nicht, merke ich gerade. Ich wunderte mich schon, wo wir lang gelaufen sind. Aber anscheinend sind wir richtig. Jetzt könnten wir, glaube ich, hier irgendwo hoch. Nee, na, unter uns ist auf jeden Fall. Da sieht man schon wieder. Ist ein kaputter Stein. Kann ich den auch so kaputt schießen? Nee. Also schon. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter. Weil ich doch erstmal wissen möchte. Ich denke, das ist für wenn wir von oben runterfallen oder so. So, den holen wir mit. Okay, der lässt. Okay, die machen uns Schaden, die Sachen, die er fallen lässt, aber das ist nicht so viel Schaden. Von daher ist das okay. Weiter. Hier ist nichts. Okay, hier ist was, aber noch nicht für jetzt. Das heißt, wir gehen. Wo gehen wir hin? Oben lang. Wir gehen oben lang, okay. Und zwar hier durch. Jetzt möchte ich auch nur kurz was nachschauen, bevor ich da reingehe. Falls wir das denn überhaupt schon können. Okay, da ist nichts. Okay, wir kommen rein. Gespeichert haben wir. Dann lass uns versuchen, Great zu besiegen. Können wir schon was machen?
den denn schon? Vielleicht wenn ich es so mache. Also hier passiert nichts. Soll ich auf und drauf springen? Nee, okay. Aber das da könnte richtig sein. Okay, können wir jetzt hier wieder hoch oder was ist das? Also es scheint mir richtig zu sein, hier drauf zu schießen. Bin ich mir jetzt aber leider gar nicht so sicher. Es wirkt richtig, bin mir nur nicht sicher, ob es richtig ist. So. Hier passiert nichts und am Gesicht passiert auch nichts. Und hier habe ich auf jeden Fall Schadensanzeigen, also gehe ich mal davon aus, dass ich hier drauf schießen muss. Und langsam geht mir die Energie aus. Ich mache definitiv irgendwas falsch. Funktioniert der denn? Passiert da jetzt was oder nicht? Vielleicht bringt das hier was. Krieg ich schon wieder Schaden. Versuchen ihn von oben anzuschießen, was nichts bringt. Also muss ich doch irgendwie hier hinschießen. Aber das bringt nichts. Mit dem kann ich auch nichts anfangen. An sein Gesicht kann ich auch nicht schießen. Oder? Ah, okay, jetzt habe ich's. Ich komme nicht an die Munition ran, weil der zu weit weg steht. Ja, jetzt bin ich besiegt. Aber jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Wir können ihn besiegen, indem wir ihm immer wieder aufs Gesicht schießen. Durchlaufen, da war nichts. So, Munition haben wir fast voll. Also eigentlich ist er ziemlich simpel, wenn er nur diese Phase hat. Wahrscheinlich bekommt er noch andere Phasen, indem er irgendwas Besseres kann.
den da währenddessen auch noch abschießen? Nee. Oder? Ah doch. Okay, ich muss den öfters abschießen. Und zwar in den Mund rein. Also muss ich da auch ein bisschen zielen. Jetzt wird er langsam sauer. Oh, das wollte ich nicht. Geht mal schnell hoch. So. Aber jetzt checkt er sogar nach mir. Das heißt, ich muss einmal ausweichen. Schlägt er? Kann ich auch so machen? Ne, das geht nicht, okay. Ich kann nur so langsam mal wieder Energie gebrauchen. Ich sterbe hier gerade. Das sind halt ihn langsam zu besiegen. Und wir sind noch lange nicht so weit, wie wir wollen. Okay. Wahrscheinlich wäre es das gerade gewesen, hätten wir das überlebt. Also er hat drei Phasen und ich muss ihn immer wieder in den Mund schießen. Okay, und wir können hier eine Abkürzung nehmen. So. Diesmal werden wir es schaffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da hätten wir wieder Crate, den kann ich. Kann ich ihm direkt in den Mund schießen? Ja, kann ich. So. Ich sollte mich nicht so oft treffen lassen. Okay, jetzt wird's schwer. Oh Gott sei Dank, das war gerade so. Holy shit. So, ich bewege mich jetzt sicherheitshalber erstmal nicht mehr. Okay, wir bekommen alles zurück, was wir jetzt verloren haben. Also nicht alles, aber etwas. Und wir kommen auch nicht mehr auf den normalen Weg zurück. Aber wir bekommen etwas Neues. Den Speed Booster.
Der ist komplett neu, den kenne ich noch gar nicht. Laufe bei einem Temposchub. Laufe, bis ein Temposchub einsetzt, der bestimmte Blöcke sowie Gegner zerstören kann. Okay. Und wir regenerieren uns hier nochmal. Okay, danke. Hier haben wir nichts mehr. Und normalerweise bekommt man doch immer noch Energie. Wie mache ich das denn jetzt? Wahrscheinlich muss ich von Anfang an. Ja. Ich renne hier einfach mal durch. Und hier müssen wir dann mit dem Speed Booster wahrscheinlich durchrennen. Das heißt, wir beseitigen erstmal einmal alles. Okay, die sind mir relativ egal. So, jetzt renne ich einmal durch. Soll ja wohl so jetzt reißen. Ja. Ups. Komme ich hier oben ran? Anscheinend nicht. So. So, um da oben ranzukommen, müssen wir einmal hier hoch. Das war falsch. So, an dir hoch. An dir müssen wir einmal hochspringen. So. Oh, ich habe eine Idee, was wir machen können. Und zwar, wenn wir uns das einfacher machen wollen, machen wir das so. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch mit dem Bandsprung hier hoch. Wir können uns es auch einfach machen, indem wir einfach. Na, jetzt habe ich es geschafft gehabt. Jetzt habe ich es. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, was hier oben war. Eine Speicherstation, das trifft sich doch sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt einen Cut machen. Und somit verabschiede ich mich von euch bis zur nächsten Folge. Bis es wieder heißt, Let's Play Metroid, ach, nicht Metroid Prime, Metroid Zero Mission. Auf Wiedersehen.